Hallo Freunde, ihr erwartet jetzt wahrscheinlich das M5 Competition Video, was ich in der Headline ganz, ganz toll angekündigt habe. Aber ich möchte mich im Vorfeld erstmal rechtfertigen, weil das werde ich garantiert im Nachgang in den Kommentaren tun müssen, weil der folgende Inhalt maximal verstörend sein wird für den einen oder anderen von euch, weil ich dort Dinge tue, gegen die ich eigentlich den ganzen Tag am Ankämpfen bin, und zwar Rasen und Posen. Ich möchte aber gleich im Vorfeld dazu sagen, alles, was in dem nachfolgenden Video passiert, war unter Leitung eines Instructors und mit Funk im Fahrzeug und auf Strecken, wo das tatsächlich auch möglich war. Wir haben nie die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Wir hatten einfach nur verdammt viel Spaß. Und es wirkt im Video vielleicht ein bisschen krasser oder ein bisschen stranger oder keine Ahnung. Aber bevor ich im Nachgang mich wieder aufregen muss über irgendwelche Scheißkommentare, habe ich gedacht, ich pumpe es jetzt hier gleich mal ins Intro. Und wünsche euch mit dem maximal verstörenden Inhalt des folgenden Videos unheimlich viel Spaß. Und ich bin mir sicher, ihr würdet es alle mindestens genauso tun, wenn nicht noch schlimmer. Von daher, Peace geht raus an euch. Danke für den Support. Abonniert den Kanal, liked dieses Video, disliked, hatet mich, tötet mich, macht sonst was mit mir. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Peace out. So Freunde, Servus. Ich habe heute ganz bewusst meine gewohnte und geliebte Gasolina-Klamotte eingetauscht gegen meine BMW-Klamotte. Warum? Das zeige ich euch. Hallo Freunde der blau-weißen Marke. Ich bin heute zu Gast beim BMW Autohaus Ratzel in Lickenheim-Hochstetten und darf als Teilnehmer die mDRIVE Tour 2020 begleiten. Und wie diese Kisten da hinter mir Spaß machen, das zeige ich euch und nehme euch einfach mit. Hallo Freunde, I am back im M5 Competition mit 629 PS und keine Ahnung, 10.000 Newtonmeter Drehmoment. Nee, Spaß beiseite. Dieses Auto ist eine Waffe auf vier Rädern mit permanentem Allradantrieb, den man natürlich auf Knopfdruck abschalten kann. Um diese ganzen Sachen zu konfigurieren, haben wir unter anderem auch hier diese zwei M-Tasten am Lenkrad, M1, M2. Die Instruktoren haben das Fahrzeug jetzt erstmal so konfiguriert, dass auf der M1-Taste höchstmöglicher Komfort geboten ist. Den habe ich jetzt tatsächlich mal aktiviert für euch. Da ist die Gasannahme deutlich gediegener. Das Fahrwerk ist viel weicher. Jetzt nicht ausgelutscht, aber wirklich komfortabel. Ich sage jetzt mal langstreckentauglich. Gasannahme hatte ich schon. Bremse ist auch so eine Sache. Wenn man aufs Bremspedal tritt, dann ist der Druckpunkt einfach gefühlt deutlich weicher. Er haut jetzt nicht sofort den Anker, was bei den überdimensionierten Keramikbremsscheiben ja, ist so eine Sache, nicht wahr? Der Instructor gibt jetzt gerade hier ein bisschen Gas. Drück mal den M2-Knopf. Den hat er mir nämlich gezeigt und hat gesagt: Bruder, den musst du drücken, wenn du Spaß haben willst. Jetzt haben wir den mal gedrückt. Oh, Jesus Marie. Da ist schon also wirklich ganz leichtes Antippen auf dem Gaspedal. Die Drehzahl bleibt auch immer oben. Also da ist jetzt nicht irgendwie, dass der dann gleich mal automatisch in den gefühlt 25. Gang hochschaltet, so beim Cruisen, sondern der ist immer auf Abruf. Die Raketen sind scharf und er wartet eigentlich nur drauf, dass du ihm so ein bisschen gibst. Das Auto, ich glaube, ich habe es jetzt schon fünfmal gesagt, aber es ist egal. Es ist die Oberklasse-Mega-Limousine mit einer sensationell wahnsinnigen Ausstattung, wo man vielleicht jetzt als passionierter Motorsportfan, wo man sagt, braucht kein Mensch. Aber man muss sich überlegen, wer sich so ein Auto kauft. So ein Auto kauft sich jetzt nicht der Drift-Heini, der zu viel YouTube-Videos sich reingeballert hat, wo die Autos alle quer gehen, Kreisel, illegal, Pipapo, sonstiges. Sondern so ein Auto kauft sich vielleicht so der Businessman, der so ein bisschen Bock hat auf Sportlichkeit. Und wenn er am Wochenende so richtig Bock hat, dann geht er halt auf den Track damit. Und dafür ist genau dieses Auto, so wie es da steht, gebaut. Und der Competition als i-Tüpfelchen ist halt einfach noch eine Nummer krasser. Also da ist alles, was im M5 eigentlich schon seit der ersten Generation M5 schon sexy ist, ist bei dem halt aufs höchste Niveau perfektioniert und einfach nur geil. Du hast hier natürlich in der Mittelkonsole, hier sieht es aus wie im Flugzeugcockpit, ich zeige euch das später gleich mal. Du hast hier die Möglichkeit, alles irgendwie während der Fahrt einzustellen.
nach deinem persönlichen Gusto. Also du brauchst da gar nicht die programmierten M-Knöpfe, sondern du kannst jetzt sagen, okay, mir sind jetzt die Schaltzeitpunkte nicht geil genug. Dann kannst du die natürlich noch ein bisschen schärfen oder auch ein bisschen entzerren, dass du sagst, okay, er soll ein bisschen gediegener schalten oder einfach noch ein bisschen übler, ein bisschen krasser die Gänge reinzimmern. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, das Fahrwerk zu optimieren. Du kannst in verschiedenen Stufen das Fahrwerk in der Härte verstellen und natürlich auch ein bisschen in der Tiefe dann logischerweise. Also du kannst dir eigentlich aus einer super High-End-Luxus-Limousine kannst du dir kompletten Go-Kart bauen. Und zwar mit ein paar Knöpfchen. Also das ist wirklich eine geile Geschichte. Aber wir sind jetzt hier gerade im Cruiser-Modus unterwegs, haben eine 150 Kilometer Route heute vor uns und die Instructors haben versprochen, dass es auch ein bisschen wilder wird und ein bisschen Zickzack und so, Kaninchenprogramm. Aber jetzt haben wir den Feierabendverkehr erwischt und jetzt fahren wir mal 11 Kilometer einem LKW hinterher. So Freunde, jetzt haben wir ein bisschen Freigabe. Auto von vorne, ein silberner Audi. Ich lasse den Funk zum Instructor bewusst an, weil der mir durchsagt, ob was kommt oder nicht. Weil alternativ darf ich dann natürlich hier ein bisschen ballern. Mir läuft der Schweiß die Brust runter, weil es so geil ist, Mann. Boah, Alter. Nach dem Mercedes kein Gegenverkehr. Ich gewinne jetzt mal ein bisschen mehr Abstand, weil dann kann ich, wenn er sagt, frei. Wenn er sagt, es ist frei, dann kann ich natürlich auch besser fegen. M5 ist jetzt vorbei. Ich bin komplett nass geschwitzt. Es liegt vielleicht an 29,5 Grad Außentemperatur. Oder einfach an diesem absolut kranken Auto. Ich meine, wir waren jetzt nicht auf der Strecke. Wir sind einfach unter normalen Gegebenheiten jetzt sehr spritzig gefahren. Aber es ist einfach so geil.